Hallo, hier ist die Puppenmami. Lange, lange, lange nichts mehr von mir gehört. Ich weiß, ich habe es ein bisschen schleppen lassen. Aber ich zeige euch dafür heute meine Frankenstein-Puppe. Die Anleitung habe ich auch. Die steht unten im Verlauf. Werde ich hier reinposten, definitiv. Weil es ist nicht meine Anleitung. Es wird ein kleines Frankenstein-Püppchen. Ich bin seit gestern dran. Das, außer diese Krempe hier am Fuß habe ich auch alles bis jetzt gemacht. Ist schon sehr, sehr weit. Auch den Draht habe ich gerade fixiert im Kopf. Und sie wird riesig. Wenn man da gegenüber meine Hand sieht, seht ihr, wie groß ungefähr allein der Kopf ist riesig. Ne? Wenn man seht, wie groß die Puppe dann ungefähr wird. Ich habe es mit einer Zweiernadel gehäkelt. Und ja, ich schaue mal, wie weit es weitergeht. Ich mache jetzt gleich den Hut, fange ich gleich an. Die Augenpartie will ich gleich schon anfangen. Mal sehen. Ich mache das ja ein bisschen mit anderer Wolle, mit dieser Kuschelwolle, eben halt von Kaufhof oder Karstadt. Ich nehme ja nicht diese reine Baumwolle, deswegen vermute ich einfach mal, dass sie deswegen größer wird. Deswegen habe ich ja auch extra schon mit einer Zweiernadel gehäkelt, weil hätte ich mit einer Zweieinhalber, wie ich sonst meine Winzlinge immer häkel, wäre sie wahrscheinlich noch größer geworden. Ich habe da irgendwie immer Probleme mit, dass meine Puppen sowieso immer so groß werden. Ja, ich zeige euch auf jeden Fall, wie es weitergeht. Die Löcher sollte man reinmachen von der Anleitung her. Allerdings habe ich sie mit Feuerzeug ein bisschen angeflammt, damit die nicht weiter aufgehen. Weil es wäre zu schade einfach für die Puppe, wenn der Pulli einfach weiter kaputt gehen würde. Ich denke, dass ich heute Abend fertig werde mit der Puppe und ja, dann zeige ich euch auf jeden Fall das Endergebnis. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.